Das bin ich, David. Ich bin Naturfilmer und Ökologe und kann heute Nacht einen Fledermausfang mit der Kamera begleiten. Well, the smoke just settled down when you appeared. Ich bin mit einem der führenden Fledermausexperten verabredet. Bevor es dunkel wird, zeigt mir Martin Biedermann einen typischen Quartierbaum der seltenen Mopsfledermaus. Sie bezieht meist in stehendem Totholz hinter Rindenschuppen ihr Quartier. Wir wollen warten, ob Mopsfledermäuse den Quartierbaum verlassen. Beim Warten frage ich ihn, wie er das Ziel, 5% der Wälder aus der wirtschaftlichen Nutzung zu nehmen, in Bezug auf Fledermäuse einschätzt. Also ich denke, dieses 5%-Ziel ist eine erste richtig gute Basis, auch für viele waldbewohnende Fledermausarten, dass sie dort Refugien haben, dass man gezielt auch bestimmte Populationen am Ort mit sicherer Bank über Jahre halten kann. Ich frage ihn, ob 5% als bewirtschaftungsfreie Fläche zu wenig sind. Ich denke, dass das definitiv zu wenig ist. Wir haben eine ganze Menge ja auch genutzten Wirtschaftswald im Umfeld. Und genauso dort müssen natürlich Quartierstrukturen vorgehalten werden, die auch wiederum kleinere Trittsteine sind. Da ist ja auch sozusagen die Forstverwaltung oder auch Privatwaldbesitzer sind da am Ball. Letzten Endes über Altholzparzellen, Totholzparzellen, Naturwaldparzellen auch wiederum solche Quartiergebiete zu ermöglichen. Fledermäuse haben einen hohen Anspruch an ihren Lebensraum. Sie benötigen eine Vielzahl an Quartierbäumen. Das hängt mit Konkurrenz, Parasitendruck und mikroklimatischen Bedürfnissen zusammen. In einem naturnahen Wald ist das Quartierangebot für Fledermäuse oft deutlich höher als im Wirtschaftswald. Insofern sind Waldnaturschutzmaßnahmen im Wirtschaftswald auch mal in kleinerer Fläche Gold wert, dass man da wirklich, auch wenn das dann fragmentiert ist, immer wieder solche älteren oder ungenutzten Bereiche vorhält. Das kann aber auch einer Dynamik unterliegen. Und da muss gemeinsam der Forst quasi mit dem Naturschutz Wege finden, wie man da ein effektives Management ermöglicht, das wirklich über viele, viele Jahre, nicht nur die kurzen Zeiträume auch der Forsteinrichtungen, die Fledermäuse eigentlich optimale Bedingungen oder wirklich die Bedingungen vorfinden, die sie vor Ort brauchen. Wir fahren zurück zum Fangort mitten im Wald. Aus dem potenziellen Quartierbaum sind keine Fledermäuse ausgeflogen. Leider haben wir den Aufbau der Fangvorrichtung verpasst. Doch einige Tage zuvor hatte ich bei einem anderen Team bereits die Möglichkeit, die Methodik und den Aufbau des Fledermausfangs besser kennenzulernen. Ich begleite Marie-Charlotte Rümmler und Jan Esefeld bei ihrer Arbeit in einem Wirtschaftswald. Auf große Teleskopstangen fädeln die beiden riesige feine Netze, welche in die Waldwege gespannt werden. Fledermäuse können diese mit ihrem Echoruf zwar orten, sind sie vertieft in die Jagd, können sie sich trotzdem darin verheddern. Über Fledermausfänge kann man die in einem Gebiet vorkommenden Arten bestimmen. Neben dem Artenschutz sind die gewonnenen Informationen auch entscheidend für Planungs- oder Bauvorhaben. Zusätzlich zu den Netzen kommen auch sogenannte Badcorder zum Einsatz, welche die Laute der Fledermäuse hörbar machen. Da Fledermäuse unterschiedlich laut sind, ergänzen die Fänge mit Netz das akustisch festgestellte Artenspektrum, damit leise Arten nicht zu wenig gezählt werden. Dann heißt es warten. Immer wieder kontrollieren die beiden mit ihren Taschenlampen die Netze. Doch in dieser Nacht haben wir nicht so viel Glück. Ganz anders sollte es nur wenige Tage später beim Fledermausfang im Possen aussehen. Vorsichtig wird diese kleine Bartfledermaus befreit und anschließend untersucht. Fledermäuse fliegen mit ihren Händen. Zwischen ihren Fingern ist die Flughaut gespannt. Die Unterarmlänge gibt Auskunft über die Größe des Individuums, dient aber auch als Unterscheidungsmerkmal zwischen den verschiedenen Arten. Mit einer Taschenlampe schaut der Experte nach den Epiphysenfugen. Diese liegen zwischen den einzelnen Fingergliedern und den Fingergelenken. Die Fuge verknöchert und schließt sich im Laufe des Lebens einer Fledermaus und ist am Anfang als regelrechtes Fenster bei den Jungtieren noch sichtbar und lässt damit eine Altersabschätzung zu. Diese Mopsfledermaus zeigt ihre Zähne. Doch gefährlich ist sie bei richtigem Umgang deswegen nicht. Schnell wird sie nach der Untersuchung wieder in die Freiheit entlassen. Als nächstes geht uns ein großes Mausohr ins Netz. Woher der Name kommt, muss nicht groß erklärt werden. Und dann kommt kurz Aufregung in die Gruppe. Die Experten ziehen alle Register der Bestimmung.
Es handelt sich wahrscheinlich um eine Nymphenfledermaus. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit zur großen und kleinen Bartfledermaus ist ihre Bestimmung schwierig. Dennoch eine kleine Sensation, denn die Art wurde erstmals 2001 beschrieben und ist wirklich selten und in Thüringen vom Aussterben bedroht. Das braune Langohr ist die letzte Fledermaus, welche uns in dieser Nacht ins Netz geht. Wie auch alle anderen von uns gefangenen Fledermausarten, steht auch diese in Thüringen auf der roten Liste. Die Exkursion mit den Fledermausexperten hat mir gezeigt, wie wichtig diese reich strukturierten Wälder mit Totholz für eine stabile und artenreiche Fledermauspopulation sind. Und ich denke, hier nehmen diese 5% Wälder eine wichtige Rolle ein. Doch man muss eben auch bei diesen Überlegungen mit bedenken, dass Fledermäuse eben fliegen können und auch im Offenland jagen. Und da spielt der Wirtschaftswald auch eine ganz große Rolle, weil sich Fledermäuse eben nicht an diese starren Grenzen der 5% Wälder halten. Und hier wäre es in meinen Augen sinnvoll und wichtig, Schutzparzellen einzurichten, um den Fledermäusen kleine Trittsteine zu schaffen, über die sie dann sozusagen ja wandern können. Anymore.